Liebe Bürger und liebe Bürger, wir haben das Jahr 2023, heute der erste Tag. Ich möchte gerne mit Ihnen zurückblicken in das Jahr 2022. Was ist da nicht alles passiert? So schnell gingen die Tage vorbei. Ich erinnerte mich, letztes Jahr saß ich witzigerweise genau hier. Ja, der ähnliche Zeitpunkt. Und konnte nicht fassen, was 21 geschah. Aber irgendwie sind wir dieses Jahr schon so abgebrüht, dass es schon wieder fast egal ist. Ja, was war dann? Ja, es gab sehr viele traurige Geschichten. Ja, sehr viele Menschen sind tatsächlich auch in meinem Freundeskreis gestorben, ganz plötzlich. Niemand wusste warum. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Das neue Böse hat einen Namen. Früher war es dann mal ein Merkel oder ein Hussein oder... Aber das neue Böse hat einen Namen. Wladimir Klitschko, Putin. Dafür gibt es natürlich aber auch... Das Gegenteil vom Bösen ist natürlich das unglaublich Gute. Früher sagte man, ja, da gab es Mutter Teresa oder dieses Lama, was man immer toll fand. Aber heute ist es dieser junge Mann. Ist er nicht fantastisch? Toll. Was soll man dazu sagen? Großartiger Mann. Ja, aber positiv ist, es gibt kaum noch, oder es gab in 2022, kaum noch Fachkräftemangel bei den Berufen Maler, Schleifer, Lackierer und Handwerker. Ich selbst sah im Sommer eine Menge junge Leute mit FFP2-Masken, also Staubmasken, draußen rumlaufen. Und wo war ich sofort beruhigt, das kann sich da nur um Fachkräfte in diesen Berufssparten handeln. Ja, aber wie ist es denn tatsächlich? 22. Ich habe lange drüber nachgedacht. Wie war denn dieses Jahr eigentlich? So wirklich? Und dann muss man sagen, manchmal träumt man ein bisschen. Was könnte denn wirklich sein? Was könnte gewesen sein? Wie könnte denn das Jahr 2023 werden, wenn man so einfach träumt? Einfach so. Meine lieben preußischen Mitbürger, ich bin euer König. Wir haben das Jahr 2023 und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Zu den Nachrichten. Die Corona-Pandemie wurde durch die tolle neue Regierung und durch Tipps zur Stärkung des Immunsystems und einer gesunden Lebensweise erfolgreich beendet. Niemand ist mehr krank. Das ist gut. Der Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach wurde zwangseingewiesen, teilte das Bundesministerium mit. Er wurde letzten Freitag in die Badische Zahnklinik Schwarze Stumpen eingewiesen. Robert Habeck taucht unter. Er verschwand beim Badeurlaub vor der Halbinsel Krim. Der Deutsche Sportverband und die Dachdeckerinnung empfehlen Trampolinspringern, immer auf genügend hohe Deckenhöhen zu achten, da sonst schwere Schäden entstehen können für Kopf und Decke. Klaus Schwab kündigte beim WEF und brachte bei Steif seine neue Rotwild-Tierkollektion heraus. Extra für Kinder. Das große Reset ist ab Februar erhältlich. Wir kommen zur Kultur. Herbert Grönemeyer, Peter Maffay, Sarah Connor, Silbermond, Bab, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Jan Delay, Feine Sahne, Fischvergiftung und einige mehr wurden von einer Insolvenzwelle erfasst. Der Grund? Beim Pferderennen aufs falsche Pferd gesetzt. Es gab eine Riesen-Razzia in Berlin. Heute in den Morgenstunden wurde die Location am Platz der Republik 1 in Berlin von der Polizei, dem SEK, der Feuerwehr, dem THW, H&M und dem Berliner Brieftaubenverein e.V. durchgeführt. Alle festgenommen beteuerten ihre Unschuld zu 36,4%.
Gas- und Benzinpreise weiter gesunken. Ein aktuelles Tief seit den 70er Jahren. Ein Liter Benzin kostet aktuell 69 Cent. Das waren die Nachrichten 2023 aus dem königlichen Preußen. Es war nur ein Traum. Verdammt. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch da draußen, euch allen, ein wirklich tolles Jahr 2023. Nehmt nicht alles ernst, was ihr seht. Ich weiß, jetzt werden einige wieder schimpfen mit mir und es werden sich einige entfreunden, wie böse ich sein kann. Aber um das nochmal auf die Spitze zu treiben, möchte ich euch gerne sagen, ich werde auch weiterhin in Carbonara Sahne benutzen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.